Das bekommt man alles für 50 Euro in der Foodhauptstadt Köln. Zum Frühstück übrigens erstmal in das gehypteste Café Deutschlands, zu Café Buhr. Man muss hier sogar anstehen, um einen Platz zu bekommen. Aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich kann hier wirklich mit gutem Gewissen behaupten, dass das das beste Frühstück meines Lebens war. Mittags ging es dann zu einem Geheimtipp in Köln, das Duma. Leute, schaut euch einfach mal an, wie schön es dort aussieht. Und auch der Burger und die Nudeln waren einfach so lecker. Dann darf ein Snack natürlich auch nicht fehlen. Also erstmal ein paar Donuts bei Dunkin' vor dem Dom snacken. Auf den Abend gab es dann nochmal eine große Portion Pommes beim Frittenwerk und damit ging unser Full Day of Eating dann auch schon wieder zu Ende.